Irgendwie noch möchte ich euch mal zeigen, wie man ein so Copyright-Zeichen, also wie, sage ich mal, oben rechts in der Ecke mal macht. Und zwar, was man dafür braucht, ist der Movie Maker. Das kann man machen bei Bilder und Videos. Dann kriegt man hier Videos oder Fotos hinzufügen oder man fügt die einfach ein. Jetzt zieht man zum Beispiel das hier rein, die Datei wird vorbereitet. Das dauert dann je nach Videogröße unterschiedlich lange. Also muss man kurz warten. Das wird gleich fertig sein. Und wenn das zum Copyright versehene Video ist, ist dieses hier. Da will ich nämlich hier oben rechts ein Copy. Da unten links kann man auch machen. Ich will da wohin. Aber dann habe ich noch ein Bild. Bild hier, sag ich mal, dies hier. Dass ich da oben links zum Beispiel oder irgendwo da auch ein Copyright machen kann. Also Video dann wiedergegeben, also hier Show, kommt das dann da auch rein. Und so, was man einfach machen kann, ist hier, man muss da einfach auf Bildtitel gehen, Text hier eingeben. Da muss man erstmal gucken, wie man ein Copyright-Zeichen macht. Hatte ich natürlich schon gezeigt. Also nicht, nein, Alt und 185. Macht eine 1. Dann werde ich mal einen Schnitt machen. Wie man ein Copyright-Zeichen macht. Schnitt. Werde ich das jetzt hier rausschneiden. Ja, hier steht, also hier sieht man, wie man die macht. Hier steht Alt und 184 oder Alt und 169. Soll ich das, ich habe das obere hier. Ich habe hier Alt und 184. Wir sind hier erstmal auf Alt und dann auf den Ziffernblock 184 eingehen. Hat man hier so ein Copyright-Zeichen. Gehen wir einfach mal so. Copyright Henry Williams 2014, so sieht es aus. Kann man hier oben rechts reinpacken. Hier kann man die Größe noch verkleinern. Das hier oben rechts so in die Ecke packt. Und das auf komplette Länge des Bildes oder des Videos hier. Dann muss man das hier auch auf 56. War glaube ich so 56, ja, jetzt ist das so lang. Und jetzt hier ist einfach ein Bild, was 7 Sekunden lang wiedergegeben wird. Dann kann man hier einfach auch mal einen Bildtitel einfügen. Alt und 184. Also macht dann Copyright-Zeichen. So, hat man Copyright-Zeichen. Mal packe ich da oben links. Auch Größe 14 ist, glaube ich, empfehlenswert. Dieses Video, was ich dadurch gemacht habe, werde ich auch auf YouTube hochladen. Und zwar so, das ist erstmal das Video, wie man das dann machen kann, das Video zu speichern. Einfach auf, hier auf Film speichern gehen. Das Video einfach mal nennen. Dann einfach mal Copyright Video. Dann wird der Film gespeichert. Was ein bisschen dauern kann. Deswegen werde ich das erstmal rausschneiden. Wird der Film fertig. Aber 100% angekommen. Dann macht das so. Die Videodatei blub mit MP4 ist fertig. Die können die Videodatei nun wiedergeben. Dann kann man hier einfach auf Wiedergabe klicken und da sieht man das mit dem Copyright. Und das Video kann man dann einfach so auf YouTube hochladen.
kann man dann so auf YouTube hochladen. Das kann man hier xen und nein, das macht nichts. Und jetzt kann man einfach hier hochladen gehen. Also das Video wird dann hochgeladen. Da wo man es eingespeichert hat, kann man es finden. Also ich habe das jetzt so bei Movie Maker Videos abgespeichert. Videos, Movie Maker Videos. Das habe ich dann hier einfach eingespeichert. Da, das Copyright Video, da habe ich das abgespeichert. Das kann man hier dann hochladen. Okay, werde ich auch noch hochladen. Und damit erstmal viel Spaß noch mit dem Video. Bis dann und ciao.